Hier ist das Alm-Highlight 2011. Platz 1 für Gina Lisa versus Tessa. Ich bin die Gina Lisa. Nee, ich kann das nicht so gut. Gina Lisa ist schwierig, ne? Ist echt schwierig. Echt schwierig. Echt schwierig. Mit dir kann man ja nicht reden. Wenn ich dir was ins Gesicht sage, rastest du gleich aus und explodierst und flippst total aus und machst die blonde Furie. Ja, weil du mich aufregst. Weil du mich wirklich aufregst. Du regst mich wirklich auf. Das ist aber dein Problem. Weil du so falsch bist. Das ist dein Problem. Du bist so falsch, so hinterfotzig. Das packe ich nicht so Menschen. Ich packe einfach nicht so Menschen, die immer so lachen und in Wirklichkeit gar nicht so sind. Ich weiß echt nicht, was mit der passiert ist. Die ist wahrscheinlich echt mal irgendwo gegen eine Wand gelaufen oder so. Du hast echt ein Problem irgendwie. Mir in mein Gesicht helfen lassen. Ich muss mir einen Scheißdreck helfen. Du brauchst mir hier auch gar nicht sowas einzureden. Nein, aber es ist so, ganz ehrlich. Ja. Also wenn die hier raus ist, dann würde ich definitiv sagen, sollte die mal irgendwie einen Psychiater aufsuchen. Die ist die Bekloppte. Will die mir irgendwas erzählen? Die macht mich wahnsinnig, die Frau. Ja, aber hört doch mal auf, euch von dir zu beleidigen. Ja. Redet doch mal normal. Ich beleidige niemanden. Redet doch normal. Er hat keinen Wert überhaupt. Also mit ihr kann man nicht normal reden, das ist das Problem. Also die ist verrückt, ey. Von Anfang an ist es zwischen Gina, Lisa und Tessa eine gepflegte Hassliebe. Nur ohne Liebe. Was ich auch krass finde, ist, dass sie als Model bezeichnet wird. Also sie geht mir ein bisschen hier. Also Model. Das hat mich da echt geschockt, wo ich sie sehe, so Standgebläse. Gina Lisa ist ja auch nicht in der Branche, die ist ja Erotik. Aber was? Erotikmodel, wenn überhaupt. Wenn sie Schauspielerin ist, dann ist sie eine verdammt schlechte. Schatzi, ich bin die Gina Lisa. Das ist echt die Dummheit. Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht sagen. Entweder roll ich den Berg runter. Ja, stimmt, den Berg runter. Oder steck die mit dem Kopf in die Kuhscheiße jetzt ohne Scheiß.